Morgen YouTube. Heute ist es wieder soweit. Die Europameisterschaft geht los. Wir freuen uns auf 3 Wochen, in denen es wieder überall nur um Fußball, Fußball, Fußball geht, wo überall nur Deutschlandflaggen am Rumwehen sind und wo sich wirklich die ganze Menschheit offenbar nur noch für 22 Typen interessiert, die hinter einem Ball herrennen. Wollt ihr meine Meinung dazu wissen? Fuck yes, es ist wieder EM! Deutschland! Wir sind hier übrigens bei Des Zockers Füllhorn! Intro! Nee, mal im Ernst, also ich finde Europameisterschaft und Weltmeisterschaft sind absolute Highlights. Ich liebe Fußball und die internationalen Turniere sind einfach die besten, die stärksten und die tollsten. Und wie schon während der letzten WM will ich auch in dieser EM nach Möglichkeit kein einziges Spiel verpassen und freue mich sowieso schon, dass die alle abends und so arbeitnehmerfreundlich gelegt sind. Es ist ja allgemein bekannt, dass die perfekte Vorbereitung auf einen tollen Fußballabend ist, indem man mit allen Freunden, Nachbarn und der kompletten Familie auf den Bolzplatz geht und so richtig die Sau rauslässt. Alternativ dazu ist es natürlich auch eine klasse Sache, sich für irgendeine schöne Fußballsimulation zu setzen und diese nach Möglichkeit im Multiplayer-Modus gegen seine Freunde zu spielen. Wie hat man das vor 16 Jahren gemacht zum Beispiel? Als Deutschland bei der EM 96 in England das letzte Mal einen Titel holte? Wir schauen nach. Action Soccer ist ein Spiel von Ubisoft. Es stammt aber noch aus Zeiten, in denen sich die Jungs aus Frankreich noch mehr Gedanken über Spielkonzepte gemacht haben als über Kopierschutz und Co. Es ist auch kein sehr bekannter Titel. Angesiedelt ist es irgendwo zwischen Comedy-Spiel und dem Versuch, ein spielmechanisch wirklich gutes Spiel zu machen. Beides klappt nicht wirklich gut. Es spielt sich sehr träge und die Mechanik gibt nicht viel mehr her als ein bisschen Passspiel, welches nicht gerade gut funktioniert. Das macht das Spiel unnötig schwer. Auf der anderen Seite wundert es mich, wieso keine echten Teams verwendet wurden. Die Idee, die Teamnamen nach Tieren zu bestücken, mag ja auf den ersten Blick recht nett sein, aber irgendwie ist es nur albern. Wir haben hier also eine mittelprächtige Präsentation, eine unterdurchschnittliche bis schlechte Steuerung und sowas wie Stadion-Feeling kommt an keinem Punkt auf. Das ergibt für mich ein Spiel, das man nicht unbedingt gespielt haben muss, egal ob Fußballfan oder nicht. Jeder Fußball- und Nintendo-Fan sollte aber mal Nintendo World Cup gespielt haben. Aber einfach nur, weil es so herrlich bekloppt ist. Als richtig guter Spieler ist man in diesem Spiel mehr mit Faulen als mit sauberem Abspiel und guten Torschüssen beschäftigt. Und es gibt noch nicht mal einen Schiri. Taktisch bekommt man zwar ein paar Auswahlmöglichkeiten an die Hand, zum Beispiel kann man während dem Spiel von seinen Kameraden ein Abspiel oder einen Zweikampf fordern, aber Computerintelligenz oder einen fordernden Gegner sucht man umsonst. Man kann quasi mit dem Ball über das komplette Spielfeld rennen und niemand wird einen daran hindern. Man kann sich in beste Position vor dem gegnerischen Tor platziert haben und die eigenen Mitspieler werden nicht abspielen. Was macht das Spiel dann überhaupt richtig? Ja, es erwischt diesen albernen Comedy-Faktor total gut. Die Gesichter der Gegner, wenn man sich kräftig umgetreten hat, sind einfach super geil. Das dämliche Aussehen der Spieler und totale Überspielen der Nation-Klischees sind auch gut erwischt. Das Spiel ist halt einfach nur witzig, so blöd es ist. Und dadurch macht es irgendwie auch Spaß. Trotzdem, es ist eigentlich ein ganz schön behämmertes Spiel und Langzeitspaß braucht man da gar nicht erst zu erwarten. Gibt's denn jetzt auch gute Fußballsimulationen? Ja, ja und nochmals ja, hier ist Sensible Soccer, das ich früher auf dem Amiga sehr, sehr viel gespielt habe. Sensible Soccer dürfte die Mutter aller Fußballsimulationen sein. Nicht, weil es die erste gewesen wäre, aber weil es die erste Fußballsimulation war, die wirklich was getaugt hat und sich auch unter heutigem Maßstab noch super gut sehen lassen kann. Erstmals kann man auch vermuten, dass die Macher wirkliches Stadion und Fußballflair erzeugen wollten und das auch halbwegs gut geschafft haben. Die Steuerung ist super, die Reaktion von Gegnern und Mitspielern auf eigene Handlungen echt gut und fast kein Spielzug gleich dem anderen. Das sorgt für einen fordernden, aber guten Schwierigkeitsgrad und hohe Langzeitmotivation. Als ich jetzt für dieses Review wieder gespielt habe, war ich echt wieder fast nicht mehr von der Tastatur wegzubekommen. Du bist Videospiel-Nostalgiker und Fußballfan. Dann probier dieses Spiel aus. Das Genre besteht ja aber bekanntlich nicht nur aus Actionspielen, sondern auch aus zahlreichen Fußballmanagern. Ich wollte eigentlich Boom zeigen, das wie ein in Paint erstelltes Bing mit Fußball statt Krankenhäusern anbietet.
Es ist sauschlecht und ihr seht gerade einige Grafiken daraus. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich es nicht ins Laufen gebracht habe. Naja, nehme ich halt so lange mit Anstoß vorlieb. Ja, da ist auch das Problem. Anstoß ist der überlegene Titel, aber in Sachen Fun-Faktor so weit hinter anderen Vertretern des Genres. Die späteren Teile waren offenbar besser. Hier wird man vor eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten gestellt und den Einfluss auf das Spielgeschehen und den Erfolg lässt sich nicht mal so ungefähr vermuten. Spätere Titel der Anstoßserie haben zumindest noch ein laufendes Spiel gezeigt und dem Spieler die Möglichkeit zum direkten Eingriff ins Spiel gegeben. Das ist hier nicht so. Es ist eine eher blasse Wirtschaftssimulation. Wenn ich heute einen Fußballmanager wählen muss, dann treffe ich die Wahl in der Regel auf einen FIFA-Manager. Wirklich? Nur was für Puristen und Zahlenschubser. Es gibt echt einen Haufen bessere Titel. Die FIFA-Serie liefert ja aber nicht nur gute Manager. Die FIFA-Serie ist ja wohl auch die Institution, wenn es um hochwertige Fußballsimulationen geht. Hier sehen wir Ausschnitte aus dem Trailer für FIFA 2012. Doch 16 Jahre zuvor erschien FIFA 96, das erste FIFA-Spiel, das den Sprung in die pseudo-dritte Dimension geschafft hat. Und auch FIFA 96 leidet darunter, dass es noch stark in den Kinderschuhen steckt. Das weiche Gameplay aus späteren Tagen vermisst man hier noch deutlich und grafisch bietet es jetzt auch nicht gerade den Stein der Weisen. Aber es bringt das Stadion-Flair schon so gut rüber und dank einiger sehr cooler Kameraperspektiven kann man mitten ins Spiel eintauchen. Es gibt sogar schon die Originalnamen von Spielern und Vereinen. Ich kann mir echt vorstellen, dass dieses Spiel im Multiplayer-Modus damals ein super gutes Warm-up für Fußballabende unter echten Kerlen war. Insofern macht das Spiel, von einigen altersbedingten Makeln abgesehen, auch heute noch eine passable Figur. Bei der Wahl eines Fußballspiels müsste man sich dann aber trotzdem auch hier fragen, ob man nicht lieber mit einem aktuelleren Titel der FIFA-Serie vorlieb nehmen will. Hier fing das Genre an, wirklich groß zu werden. Und ich finde zu Recht. Also Leute, heute Abend das Eröffnungsspiel nicht verpassen und morgen schön unsere Jungs anfeuern, damit es dieses Jahr nach 16 Jahren vielleicht wieder zum Titel reicht. Ich klink mich aus. Tschüss.